Starkes Volk unseres starken Landes. Heute ist der Tag, an dem ich mich überzeuge nochmals, wie weit wir entfernt sind von der Russischen Föderation. Denn in Moskau kamen sie in Aufregung wegen mein Interview an die russischen Journalisten. Und wer kann sich erlauben, die Wahrheit zu sagen? Als die Journalisten bereits die Publikation vorbereitet haben, wir haben heute mit denen am Tage gesprochen, die russische Verwaltung für Zensur haben verboten. Und die haben gesagt, wir verlangen zu verzichten auf die Veröffentlichung dieses Gesprächs. Und das wäre nicht so komisch gewesen, wenn das nicht so traurig gewesen wäre. Die haben die Pressefreiheit bei sich vernichtet und jetzt versuchen das im anderen Land, spielen sich als sozusagen globale Player und haben Angst vor Gespräch mit ein paar Journalisten. Wenn die Reaktion so ist, dann machen wir alles richtig, dann werden sie nervös. Dann merken sie, dass die Bürger immer mehr Fragen stellen in Bezug auf die eigene Situation im eigenen Land. Ein totaler Kontrast ist mein Gespräch mit unseren ukrainischen Fernsehmitarbeitern, mit fast 500 unseren Journalisten, die einen Telemarathon veranstalten, die einheitlichen Nachrichten. Obwohl wir beschränkt waren in der Beteiligung, konnten wir ganz gründlich besprechen, bei wenig Zeit. Alle kümmern sich um die Ukrainer, um unsere Zukunft. Ich habe mir viele Fragen aufgezeichnet und viele Vorschläge. Ich werde alle bearbeiten, unbedingt. Heute habe ich auch das globale Marathon für den Frieden der Ukraine, nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Dutzenden Städten in der ganzen Welt. Menschen versammelten sich, um unser Land zu unterstützen, um die Freiheit zu unterstützen. Und viele Plätze von Europa waren voll und des ganzen Kontinents. Das ist sehr wichtig, wenn Menschen auf den Plätzen stehen, so können die Politiker nicht so tun, als ob sie nichts hören. Sie hören uns zu und die Ukraine. Ich wende mich weiterhin an die Parlamentarier anderer Staaten. Die bevorstehende Woche wird sehr voll von Ereignissen. Keiner wird verstecken die Interessen der Ukraine in politischen Arbeitszimmern. Wir lassen keinen vergessen über unsere Städte, über Mariupol und andere ukrainische Städte, die die russischen Streitkräfte einfach vernichten. Immer mehr Menschen stehen auf Seiten der Ukraine, auf Seiten des Guten bei der Bekämpfung des Bösen. Wir Politiker nicht merken, dann werden wir denen beibringen. Das entspricht unserem nationalen Charakter und der Demokratie. Ich möchte mich bedanken bei Menschen in Cherson, in Kachowka, die Städte, die weiterhin Widerstand leisten den Besatzer. Und wenn die Besatzer in die ukrainischen Städte einmarschiert sind, das bedeutet, sie müssen diese Städte verlassen. Und diese Doofköpfe, die versuchen, mit den russischen Militärs zusammenzuarbeiten, dann muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Russen lassen auch die anderen fallen. Und was werden Sie erst recht mit den fremden Verrätern? Ich würde denen empfehlen zu denken, aber die können wohl nicht denken, sonst wären sie keine Verräter. Wir werden weiterhin arbeiten, wir werden durchsetzen neue Sanktionen gegen die Russische Föderation. Und für die braucht man, solange die russischen Streitkräfte im Territorium der Ukraine bleiben. Und wir suchen dann, es wird auch eine neue Runde der Verhandlungen, denn wir suchen Frieden. Es gibt die Möglichkeit, sich zu treffen, jetzt in der Türkei. Das ist nicht schlecht. Wir werden die Ergebnisse uns anschauen. Unsere Prioritäten bei den Verhandlungen ist Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Das ist unbedingt für unsere Stadt. Unser Ziel ist Frieden und möglichst schnell Wiederaufbau des normalen Lebens in unserem lieben Stadt. Die Streitkräfte unseres Landes bremsen die Besatzer und an manchen Strecken gehen sie nach vorne, sie verhandeln, die benehmen sich weise auf dem Schlachtfeld und das ist sehr wichtig. Man muss sich bedanken. Ich unermüdlich bedanke mich bei unseren Verteidigern, bei jeder unserer Verteidiger, bei allen, die die Zukunft unseres Landes erkämpfen, für unsere Kinder, für unser Volk.